Hallöchen Popöchen, heute geht es wieder um einen Booster-Test. Wir machen heute einen Test mit einem ziemlich schauderhaften Booster. Wir testen heute Schizo. So, Schizo ist ein Booster von der Firma Insane Labs. Ich kannte den vorher nicht und weil ich mir ein bisschen Gedanken um meine Gesundheit mache und die Verpackung gesehen habe, dachte ich mir, ich google den mal. Problem an der Sache war, es gibt noch keinerlei Einträge von diesem Booster. Also wenn ich mir die Verpackung da genauer anschaue, dann sollte ich mir vielleicht doch nochmal überlegen, ob ich den benutzen soll. Naja, egal, als Pussy ist noch niemand breit geworden. Dann gucken wir uns doch mal die Inhaltsstoffe an. Die schreiben hier ganz groß Koffein-free. Finde ich natürlich wunderschön. Des Weiteren, was ist denn hier noch Nennenswertes drin? Wir haben hier Kreatin-Monohydrat. Dann haben wir ein Kreatin, was an Magnesium gebunden ist. Dann haben wir Oxygold, das ist ein Blend von irgendwelchen Extrakten. Oh, da haben wir was Interessantes, Hygienemin. Hygienemin ist ein Wirkstoff, der an die Beta-2-Rezeptoren andockt. Was gibt es denn sonst für Wirkstoffe? Koffein zum Beispiel, Ephedrin, Clenbuterol, so die ganzen Kokain, Speed, alle chemischen Drogen, alle geilen Partydrogen docken an Beta-2-Rezeptoren an. Das tut dieser Booster auch. Da bin ich natürlich umso gespannter drauf, wie das Ganze im Training wirkt. Also auch wenn ich das hier ehrlich nicht gerne mache, und um ehrlich zu sein, übelst Paranoia habe, probiere ich das mal aus. Geschmack ist übrigens Gummy Candy, was auch immer. Wow. Ja, das riecht wie Gummibärchensaft. Wie so amerikanische Arznei irgendwie. Geil. Hi. Riech mal. Oh, da schon probiere. Was passiert dann? Keine Ahnung. Kriegst vielleicht einen Herzinfarkt? Ja? Sieht aus wie dein Getränk. Probier, aber nur ein Nipper. Oh, geil. Na, was schmeckt's? Bubblegum. Komm ich jetzt auch ins Fernsehen. Ah, genau. Es gibt so Getränkepulver von den Amis. Was war das für ein Geschmack? Blueberry oder so? Von Crest. Da gibt's auch Zahnpasta, ne? Ja. Oh, ist auf jeden Fall endgeil. Richtig lecker. Boah, ich hab mein Arginin vergessen. Ihr seht mich in 20 Minuten im Gym. Ich hoffe, bis dahin schaffe ich es noch, in mein Fitnessstudio zu fahren. Wir sehen uns gleich. Bis dann. So, ich habe jetzt mein Warm-up schon fast fertig. Ich mache heute Bein, Bizeps und Schultern mal zur Abwechslung. Ja, ist auf jeden Fall mal was passiert. Ich bin ins Studio reingekommen und ich hatte so wie so ein Blow-off. Wie wenn ihr so eine halbe Flasche Whisky auf Ex trinkt, da wird euch mal kurz so schwummrig und so ein bisschen schlecht. Das hatte ich hier auch. Das ist schon ungefähr 5 Minuten her. Seitdem geht es nur noch bergauf. Ich schwitze, mir ist heiß, ich krieg Lust. Pumpmäßig kam noch nicht viel. Ich meine, ich mache mich ja erstmal warm. Schauen wir mal, es wird, glaube ich, ganz gut heute. Also das kranke Aussehen der Verpackung hält auf jeden Fall die Versprechen. Mir ist unendlich heiß und ich bin rot wie ein Krebs. Ich brenne, ich bin... Gott, ich schwitze so hart. Ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht sehen, aber ich bin krebsrot. Ich glaube, ich habe einen Blutdruck von mindestens 180. Jetzt so nach meiner ersten Übung hat der Pump auch eingesetzt. Kann ich überhaupt nicht meckern. Ich sitze mittlerweile nicht mehr auf meinem Bein. Ich sitze auf meinem Bein-Bizeps. Also im Prinzip schwebe ich frei herum. Ich kann da echt nicht meckern. So, letzte Bein-Bizeps-Übung. Endlich. Ich habe einen übelsten Zitterer. Mir geht auf jeden Fall der Arsch tierisch aufgeregt. Pump ist super. Und ich hab echt Bock. So. Ist echt nicht schlecht. Aber langsam, es ist echt ein bisschen krass. Langsam wird es echt unangenehm. Ich tropfe hier rum und ist schlimm. Also es fühlt sich ehrlich so an, wie als wenn du da irgendwas intus hast. Ne? Das macht keinen großen Unterschied. Also definitiv die schlimmste Nebenwirkung sind die Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen, ihr glaubt's nicht. Ey. Mir brummt der Schädel, ist unglaublich. Es hat am Anfang angefangen, ich dachte, das muss am Blutdruck liegen oder was. Naja, ich will es bis jetzt ja mal nicht anzweifeln, aber es wird langsam echt unerträglich. Kleine Zwischenbilanz, ich vertrag den Scheiß nicht. Mir ist schwindelig, mir ist schlecht, ich habe Kopfschmerzen. Aber der Pump ist geil. Pump ist super. Fokus geht so, Mann. Mich ziehen die Kopfschmerzen ein bisschen runter. Das muss am Blutdruck liegen. Das ist, sobald ich meinen Kopf neige, schießt es mir die Augen raus. Das ist, oh. Fühlt sich an wie schlechtes Ecstasy. Naja, jetzt fangen wir mal mit der Schulter an. Auf jeden Fall habe ich mal keine Sprachstörungen. Das ist sehr, sehr positiv. Da habe ich ja schon andere Booster getrunken. Nie wieder. Nie wieder werde ich diesen Booster benutzen. Ich fasse einen Handel an und habe einen Puls. Also was Nebenwirkungen anbetrifft, ist das mit Abstand der schlimmste Booster ever. Wenn der tatsächlich so wirkt,
wie er sich anfühlt, dann kann ich Sex heute Abend auf jeden Fall vergessen. Weil dann geht da nämlich gar nichts. Wer von euch schon mal, amphetaminähnliche Booster getestet hat, der weiß, dass da nichts mehr los ist in der Hose. So krank der Scheiß, ey, so krank. Das Problem ist, ich kann auch selber null einschätzen, was da los ist. Einerseits habe ich einen überkranken Pump, aber ich habe keinen Drive. Also vom Fokus her ist er echt scheiße. Ich habe Kopfschmerzen, mir ist schwindelig. Sobald ich mich irgendwie nur ein bisschen bewege, habe ich gleich übertriebenen Puls. Ja? Ich habe teilweise echt Angst, dass ich hier umkippe. Am liebsten hätte ich hier so ein Blutdruckmessgerät hier. Ich weiß nicht, überhalb der Skala wahrscheinlich. Also das war auf jeden Fall das letzte Mal, wo ich Shizu probiere. Und jeder, der diesen Booster in der Hand hat, aufpassen, ohne Scheiß. Ach, letzte Übung, das war's jetzt auch für mich. Ich fange an zu gehen, ich bin total im Eimer, ey. Beschissenster Booster ever. Nie wieder tue ich mir das an, ey. So, willkommen zurück. Mein Zustand hat sich noch nicht wirklich verbessert. Ich komme gerade aus der Dusche und hatte gehofft, dass ich mich vielleicht ein Stückchen besser fühle, aber ist nicht so. Naja, kommen wir mal zur Punktevergabe. Thema Geschmack, super, kann ich mich nicht beschweren. Man würde es als Bubblegum amerikanisch bezeichnen, also geil, also schmeckt ganz gut. Wirkungseintritt, man hat gemerkt, dass einem richtig schnell heiß wird, der Pulsschlag war unheimlich hoch auf einmal, das Gesicht hat gedrückt, der Blutdruck ist gestiegen, ja, so, man hat es auf jeden Fall kaum merken, so nach 20, 30 Minuten war auf jeden Fall volle Wirkung da, absolut top, deswegen, was Wirkungseintritt anbetrifft, sind es auf jeden Fall mal 4 von 5 Punkten. Punkt Fokus, absolut in die Hose gegangen. Ich habe mich weder richtig gut gefühlt, noch irgendwie großartig Bock gehabt auf Training. Viel schlimmer war, dass es mir richtig schlecht ging. Das zieht einen dann halt schon runter. Man hat eher wenig Bock auf Training. Thema Pump, ja, ganz ordentlich. Also bei den Bizeps war echt geil so. Der war richtig schön voll. Bei den Schultern hat es dann schon nachgelassen. Also ich kenne das besser. Bei Kandidaten wie Cannibal Ferox, da wäre mir wahrscheinlich das Blech um die Ohren geflogen. Hier war das so nach einer Stunde durch eigentlich. Also was Pump anbetrifft, war jetzt nicht so pralle. Anfangs ganz geil, hinten raus ziemlich schlecht. Macht für mich mal so 2 von 5. Schieben wir mal den Pump eher aufs Arginin. Geilster Punkt, Verträglichkeit. Ich schwöre bei Gott, ich werde diesen Booster nie wieder benutzen. Mir war schwindelig, mir war übertrieben schlecht. Wenn ich nur eine Hantel angefasst habe, wahrscheinlich einen Puls von 180. Von meinem Blutdruck will ich gar nicht anfangen. Ich war nämlich krebsrot. Mein Gesicht hat gedrückt, wenn ich mich gebückt habe. Ey, das war echt scheiße, Mann. Komme ich gar nicht drauf klar. Die Fahrt nach Hause, mir war brutal schwindelig. Ohne Witz. Ich glaube, wenn mich die Polizei angehalten hätte, dann wäre ich meinen Führerschein los. Also das war auf jeden Fall mal ein absoluter Schuss nach hinten. Das gibt 1 von 5 Punkten. Crash nach dem Training. Ich fühle mich einfach nur am Arsch. Ich bin richtig im Eimer, ey. Mir ist gerade richtig, richtig kalt. Also deswegen liege ich auch hier in meinem Bett. Nach der Dusche normalerweise bin ich dann gleich am Essen und am dies und am das. Und aber jetzt, ey, mir geht's einfach beschissen. Ich bin müde. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu machen. Ey, das ist echt eine Katastrophe. Das gibt 1 von 5 Punkten. Das ist eine absolute Vollkatastrophe. So, im Großen und Ganzen, Shizu ist auf jeden Fall abgehakt. Diesen Booster werde ich nie wieder anfassen, komme was wolle. Ja, also während dem Training habe ich gemerkt, ich habe angefangen, auf meinen Zehen rumzukauen. Diese Nebenwirkungen liest man auch unter anderem bei Kokain oder sonstigen Amphetaminen. Ich bin verdammt warm eigentlich. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also, ich werde diesen Booster nicht mehr anfassen. Jeder, der den Booster von euch mal probiert und sagt, der ist echt toll, sorry, geht euch vergraben, Alter. So, für mich ist der Tag jetzt gelaufen. Ich werde vielleicht noch was essen und dann ab in die Kiste. Euch viel Spaß und aufpassen beim Shizu von Insane Labs. Auch noch eine kleine schicke Info für euch. Irgendwo hier in dem Bild, ich weiß nicht genau wo, ist so ein Abonnenten-Button. Da könnt ihr gerne draufklicken. Da kommen noch ein paar Videos für euch. Ob jetzt Training oder sonstiges Zeug. Ich würde mich freuen, wenn da ein paar Zahlen mehr in meiner Abonnentenliste stehen. Und ich glaube euch auch. Also bis dahin, ciao.